Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen und ihr mich auf dem Weg zu den 1000 Abonnenten unterstützen wollt und ihr auch keine weiteren Videos hier auf dem Kanal verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Wir sind auch ganz, ganz kurz für den 700 Abonnenten. Ich denke mal, das sollten wir heute oder morgen schaffen können. Ihr könnt natürlich auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen und mir weitere Videovorschläge in die Kommentare schreiben. Die werden dann allerdings frühestens am Samstag kommen, da heute dann erstmal die Sky Challenges dran sind der Woche 2 und dann die Deadpool Challenges morgen kommen werden. Wenn ihr die Videos natürlich nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da. Ihr könnt natürlich auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen. Link dazu ist in der Videobeschreibung und mir dort folgen. Dort werden wir heute wieder ab 9 Uhr streamen und dann heute Nachmittag nochmal vielleicht ein bisschen Daily Cup und ansonsten den Solo-Plattform Cup. Ich würde sagen, schauen wir uns jetzt den Item-Shop an und heute haben wir tatsächlich einen neuen Skin, den Stellar-Skin. Ich glaube, den gab es wirklich in genau der gleichen Variante, also mit dem genau gleichen Skin, nur in anderen Farben, schon mal letztes Jahr zu Ostern rein. Das war, glaube ich, der Bunny-Moon-Skin. Hier hat sich tatsächlich einfach nur die Farbe geändert, weil alles einmal in so pink ist. Ich finde, hätte man dann auch einfach als zweiten Stil mal machen können. Natürlich ist es ein grüner Skin, aber vielleicht hätten sich den dann auch mehrere Leute gekauft. Dann haben wir als nächstes den Bushranger Skin und die Honighacker Spitzhacken dazu. Als nächstes haben wir dann den Überschall Skin, einmal mit den vier Stilen, Schädel, Wolf, Hornisse und Falke. Dann haben wir dazu die den zielsicher Gleiter und die verstohlene Schwarzlackierung sowie die Luftkampflackierung. Als nächstes ist dann hier der Castor Skin, der hat mittlerweile auch schon drei Stile, den Standard, den Feuer- und den Eiswasser-Stil. Fände ich eigentlich ganz nice, wenn vielleicht noch irgendwie ein Erde-Stil dazukommen würde, aber so ist auf jeden Fall auch schon ganz nice. Dann haben wir als nächstes den Dynamo Skin, der wahrscheinlich zweitmeist gespielte Skin, den es in Fortnite gibt, neben dem Aura Skin. Deshalb hätte ich den auch einfach nicht gekauft, auch wenn er vielleicht eigentlich ganz nice aussieht, aber es spielen ihn so viele Leute in der Lobby und ich finde, man sollte schon einen Skin kaufen, der an irgendeiner Stelle wenigstens so ein bisschen besonders ist, den vielleicht nicht jeder in der Lobby hat. Dann haben wir als nächstes den Handzeichen-Emote. War, glaube ich, auch schon relativ lange nicht am Shop. Dann haben wir als nächstes die Sternparty-Lackierung von diesem Silvester. Als nächstes haben wir dann den Rückpaddler-Emote. Dann haben wir als letztes dann noch die Punktetafel. Hier können Zahlen zwischen 0 und 9 oder 0 und 10 auftauchen. Weiß ich gar nicht ganz genau. Eben halt zufällig, ähnlich wie beim Schere-Stein-Papier-Emote. Das war es dann auf jeden Fall mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video oder Stream. Ciao.